damit ist die Schonzeit wohl endgültig vorbei. Vor der ersten technischen Prüfung habe ich ehrlich gesagt ganz schön Muffensausen. Ich glaube, das wird für mich ein enges Höschen. Wenn man grundsolide abliefert, hofft man einfach darauf, dass andere abkacken. Abbacken, Entschuldigung. Bei der technischen Prüfung muss ich mich ja mal ganz kurz fassen, damit ich nicht zu viel verrate. Aber ihr dürft schon mal die Zutaten aufdecken, das Rezept noch nicht. Tja, was kann man wohl daraus Schönes zaubern? Ich bin irritiert, muss ich sagen. Oh nee, irgendwas mit Hefe, Leute. Ja, ein Hefeteig, aber ich weiß wirklich nicht, was ich mit diesen anderen Zutaten machen soll. Was hat sich die Jury, in diesem Fall Betty, bei diesen Zutaten wohl gedacht? Dreht das Rezept jetzt um. Diesen Hefeschnecke. Ach du Scheiße. Hefeschnecke. Ach wie schön. Riesenhefeschnecke von Bettina Schliephake-Borchardt. Hier ist ein Fehler, 130 Minuten, da müsste mehr stehen bei mir. Ja, 130 Minuten, das heißt, oh, wie lange haben wir denn jetzt? 2,5 Stunden? 3 Stunden? Wie lange haben wir denn jetzt? Ja, ihr sollt eine Riesenhefeschnecke backen. Hört sich nach einem Urzeittier an, ist aber was anderes Leckeres, oder Christian? Ganz genau. Zimtschnecken liegen absolut im Trend. In dem Fall wollen wir eine große Variante von euch. Und die ist gefüllt mit Pistazien und Zwetschgen. Habt besonders viel Fingerspitzengefühl beim Aufrollen. Wir zwei werden ganz sicherlich auf den fluffigen Hefeteig ganz speziell achten. Für diese Aufgabe habt ihr 130 Minuten Zeit und ganz wichtig, ihr habt alle Zutaten. Nur einmal, ihr bekommt nichts nach. Anschließend, wenn alle Schnecken hier vorne liegen, wird es eine Blindverkostung geben. Deshalb bitte ich euch, liebe Jury, hier raus aus unserer Backstube. Ganz viel Vergnügen. So, ich hoffe, ihr seid jetzt startklar, habt die Worte der Jury auch noch im Ohr. Dann kann's ja losgehen. Auf die Plätzchen, fertig, backt. Los geht's! Wirklich niemand möchte von der Jury zur Schnecke gemacht werden. Also, Disziplin bitte. Ich hab jetzt schon eine Zwetschge gegessen, ist nicht so schlimm, oder? Ich hatte so einen Hunger. Aber bitte nicht auch noch die Hefe lutschen. Die braucht man für den Teig. Neben... Zucker, Salz und Mehl, ja. 330 Gramm sollen es sein. 2, 3, 0. Ich mache einfach das Rezept, wie Betty es geschrieben hat und versuche, die Sachen so hinzubekommen, wie sie es gemacht hat. Und das am besten mit einer störrischen Ruhe und einer gewissen Konzentration. Ja. Wichtig ist ja immer, dass man sich exakt an die Zahlenangaben hält. 1,5,0 Butter. Nein, nur 5,0. Hefe ist die Königsdisziplin, weil der braucht Geduld und Liebe. Dafür nicht ganz so viel Butter. Die Hefe ist nicht so mein Lieb-Favorite. Also, gibt Schöneres. Oder einfacheres, vielleicht kann man das so sagen. Unsere erste technische Prüfung lautet Riesenhefeschnecke. Man kann von oben das schöne Schneckenmuster sehen. Obendrauf ist ein leicht transparenter Guss. Der Rand ist goldgelb gebacken. Die karamellisierten Pistazien sind überall schön gleichmäßig verteilt. Die Pflaumen müssen attraktiv obendrauf gesetzt sein. Hefeteig ist so eine kleine Diva. Die größte Gefahr ist, man hat keine Zeit mehr, man ist unkonzentriert und man arbeitet unsauber beim Aufräumen. Mithilfe der Küchenmaschine soll ein glatter Teig entstehen. Ja, der fühlt sich sehr fluffig an. Schön. Das Geschirrtuch zum Abdecken muss feucht sein. Fühlt sich gut an, aber der muss sich jetzt auch entspannen. Und jetzt muss ich 20 Minuten warten und mache in der Zeit dann schon mal die Füllung.
Du kannst als erstes die rote Beete abwiegen. Ich habe noch nie gebacken mit roter Beete. Ich habe sowieso noch nie gebacken. Dadurch wird dein Gugelhupf besonders dunkel und saftig. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der nervös wird oder die Nerven verliert. Allerdings, ich glaube, das Zeitmanagement ist für mich das größte Problem. Dann würde ich sagen, kommt er jetzt für 170 Grad in den Ofen für 50 Minuten. Aber in der Zeit können wir den Mandelkrokant herstellen. Mhm. Alexandra ist eine Perfektionistin und sie verliert sich im Detail. Die Zeit, die sie eigentlich bräuchte, hat sie in der Show nicht. Du gehst rum, gehst hoch, gehst mit deinem Blick nach. Dabei sein ist alles, als Erste rausfliegen auf keinen Fall. Und gewinnen wäre natürlich toll. Etwas Zimt ist eine geile Angabe. Kann so alles sein und nichts, ne? In die Füllung kommen auch Zucker, Salz, Ei und Butter. Ich mahle jetzt Pistazien und Mandeln. Aber die größte Schwierigkeit ist herauszufinden, wie dieses Gerät funktioniert. Ah! Guck mal, die Van Hülsen kommt gar nicht hinterher. Völlig hysterisch schon wieder. Grob mahlen steht im Rezept. Was ist grob mahlen? Wenn man so eine Maschine hat, will man fein mahlen. Ich würde sagen, das ist grob. Das ist grob. Könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. La Cucaracha, la Cucaracha. Das ist jetzt die Streichmasse, die wir da mit einarbeiten. Da kommen jetzt dann noch die gehackten Pistazien mit rein. Und dann ist das auch schon fertig. Ich glaube, ich bin auf Kurs. Hoffe ich. Die gemahlenen Nüsse unterziehen und alles zu einer streichfähigen Unterziehen. Weiß ich jetzt auch nicht genau, was das bedeutet. Aber wahrscheinlich so unterheben oder so. Streichfähig bedeutet ja nicht jetzt so glatt wie Margarine, ja? That's it. Die Zwetschgen müssen erstmal nur vorbereitet werden. Die braucht man gleich, wenn es ans Befüllen geht. Ich bin super schnell im Entkernen und Zwetschgen schneiden. Fühlt sich schön geschmeidig an. Der Hefeteig wird auf 18 x 60 cm ausgerollt. Ich habe eine Rechenschwäche, eine Dyskalkulie, und für mich sind Zahlen sehr schwer, also vor allem auch räumliche Vorstellungskraft. Also 60 mal 80 mal 50, da wüsste ich jetzt nicht, ist das was Längliches, was Breites, was Hohes. Was macht denn die Blase da? Warum habe ich da eine Blase? Wie viel war das Zentimeter? Ich muss es nochmal anders machen. Wie mache ich das am besten? Am besten so eine 60 cm ist ganz schön lang. Das ist der ganze Tisch ist 60. Ihr versteht, ja, dass das von oben bis unten gehen muss. Wie mache ich denn das jetzt? Guck mal, Julian, so macht man das. Hui! Ich hoffe so für die Van Hülsen, dass sie ihre Schnecke hinkriegt. Beim Ausrollen des Hefeteiges muss man darauf achten, dass man wirklich von Anfang an in die Länge rollt. Die Breite kommt automatisch. 18 mal 60 wollen wir haben. Man kann kleine Ecken abschneiden, aber man sollte jetzt nicht einfach ausrollen und denken, ach, das passt schon irgendwie. Das Problem ist, dass die Hefeschnecke mich dann am Ende zu klein wird. Was nicht passt, wird passend gemacht. Regel Nummer 1, haltet euch an die Größenangaben. Wenn die Fläche stimmt, geht's ans Verteilen der Füllung. Erstmal muss ich die Pistazien-Dings drauf machen. Ich bin gespannt, wie ich da noch eine Schnecke rauskriege. Vielleicht geht das damit besser. Das ist die Idee. Ja, man muss das so ein bisschen vom Rand weg machen, weil das muss wahrscheinlich nachher noch am Rand kleben bleiben. Es muss alles bestrichen sein. Ärgert einen immer, wenn man so Gebäck hat und dann ist die Füllung so sparsam. Ich werde meinen eigenen Ansprüchen gerecht. Selbstkritik schadet aber auch nicht. Sehr dünn, mein Teig. Man kann durch meinen Teig durchgucken, so dünn ist er. Wie bei einem Crepe. Soll aber gar nicht so sein. Bei mir ist es schon fast ein Mousse. Okay,
Den richtigen Biss bekommt die Füllung erst durch Frucht und Schokolade. 25 Gramm Schokolade. Da. Jetzt wird alles der Länge nach in drei Streifen geschnitten und dann gerollt. Ich verstehe es nicht, wie man das einrollen soll gleich. Und wie soll denn diese ganze Füllung da drin bleiben? Das ist auch witzig. Der Hefeteig ist ausgerollt und dann wird das Ganze in drei gleichmäßige Streifen geschnitten und wird aufgerollt. Also ich fange an einem Ende an mit einem Streifen, roll das Ganze auf, setze diese Rolle quasi auf den nächsten Streifen, roll weiter und das mache ich auch mit der dritten Rolle. Mein Tipp beim Zusammenrollen der Hefeschnecke ist auf jeden Fall, mit behutsamen und vorsichtigen Fingern diese Hefeschnecke quasi aufzuwickeln und darauf zu achten, dass die Füllung gleichmäßig überall verteilt ist. Ich check's nicht, oder ich bin zu doof. Können wir das kurz einheitlich besprechen? Erstmal eine rollen, würde ich sagen. Ich roll die doch nicht einzeln, der fällt alles auseinander. Aber dann ist es doch keine Riesenschnecke. Nee. Die ist doch auseinander. Und diese große Schnecke auch wieder rauflegen und weiterrollen. So habe ich's verstanden. Nein, aber da fällt doch alles raus. Ja, das stimmt, warte mal. Panayota, was ist Krisensitzung? Ich komme. Das kannst du gar nicht so rollen, weil die das rollen ist zu wenig. Rollen wir das große so oder rollen wir das so und dann wird das eine riesige Wieso Schnecke? Wieso fragt ihr mich denn? Aber jeder sagt jetzt seine Meinung. Jeder sagt Wisst ihr was? Ich probiere es einfach. Eine Riesenschnecke aus drei Teilen. Okay. Oh Gott, ist das eine Matscherei. Boah, das kriege ich überhaupt nicht hin. Bei mir hält's nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, alter Vater, ehrlich, ey. Das ist eine Scheiße hier. Das sieht doch kacke aus. Vielleicht backen sich die Fehler ja raus. Ich weiß nicht, ob's richtig ist, aber... ich find's gut. Alle Schnecken haben eines gemeinsam. Sie brauchen viel Ruhe. Ach du Scheiße, das ist eine Matscheschnecke. Bei mir ist Katastrophe. Wenn die Mengenangaben eingehalten wurden, kann eigentlich nichts schiefgehen. Aber das fällt doch alles auseinander. Mein Teig ist voll weich. Vielleicht habe ich doch zu viel Butter drin. Jetzt schau mal, ich habe auch keine Butter im Gegensatz zu allen anderen, weil ich habe mich wahrscheinlich verlesen, weil ich die Zahlen wieder vertauscht habe wahrscheinlich und statt 50 vielleicht 350 oder so reingemacht. 150 Butter. Okay, weil es sieht überall aus, als hätte sich ein Dinosaurier übergeben, nicht nur wie bei mir. Gott sei Dank. So, jetzt lasst eure Schnecklein aber auch ein bisschen entspannen. Tada! So ein bisschen aufmachen muss man die noch, wie eine Rose auffächern. Ja. Aber was willst du machen? Also, das ist halt so. Der Kringel muss nach oben zeigen. Guck mal, wenn du in Namibia durch die Wüste läufst und sowas siehst, dann denkst du, hier war gerade ein Nilpferd, der sich seines entledigt hat. So. Scheiße. Die Schnecke muss nie im Leben so aussehen, oder? Du denkst, deine ist schlecht. Hier. Alter, also wenn man denkt, du bist schlecht. Es geht noch schlimmer. Dann bist du bei dann bin ich hier genau richtig. Ihr kennt bestimmt das Schneckentempo. Das habt ihr gerade drauf. Denn es ist Halbzeit. Ihr habt noch 65 Minuten. Ach, das funktioniert ja gar nicht. Nein! Gott, das muss ja noch ziehen. Und hier müssen wir das ganze Topping machen. Also ich werde den Teig nur 15 Minuten ruhen lassen, damit ich nachher noch dekorieren kann. Dabei ist bei Hefeteig mit den Ruhezeiten nicht zu spaßen. Aus Puderzucker, Vanilleextrakt, Frischkäse und Zitronensaft entsteht eine geschmeidige Glasur. Und wenn da steht geschmeidig, dann ist Simon Gosion, der Ambassador of Love, gefragt. Abschmecken. Und jetzt backt Schnecken.
toi, toi, toi. So. 40 Minuten sollen die Schnecken in den Ofen. Ich bin jetzt bei der Dekoration. Pistazien, Wasser und Zucker. Das koche ich jetzt ein bisschen auf, damit das so ein bisschen karamellisiert. Oh, sieht das gut aus. Hast du das mal gelernt? Ehrlich gesagt, ich koche privat nicht. Ich gehe auch nicht einkaufen. Du gehst essen? Ich gehe fast nur essen, ja. Und backen tue ich schon gar nicht. Frage mich nur, jetzt scheißt der langsam ab. Du rührst zu viel, glaube ich. Stehen lassen. Stehen lassen? Weil der muss Hitze ran, dass der Zucker sich verflüssigt. Hast völlig recht. Guck mal, hier, da ist er. Guck mal, da wird er flüssig. Siehst du das? Ja, perfekt. Dankeschön. Danke, danke. Ja, es wird erst zu pudrig und dann kommt das Braune. Okay. Ja, da sind ein paar dabei, würde ich sagen. Die kann man raussuchen. Die Verbrannten suche ich raus und dann fertig. Die muss raus, würde ich sagen. Ah! Heiß. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich noch 5 Minuten, aber ich habe Angst, dass ich das zeitlich nicht schaffe. Was mache ich denn nun? Hole ich sie jetzt 5 Minuten vorher raus oder nicht? Ist das zu knapp? Ja, weiß ich nicht. Dann müssen wir ja noch kühlen. Ja, ja. Okay, let's check. Let's check. Ah, meine hat schon so dunkle Stellen oben. Oh je. Ich glaube, die ist ready. So, ihr Lieben, wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende der Aufgabe. Ihr habt nur noch 10 Minuten. Ah. 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten, siehst du? Ja, wieso? Wir sind doch gut in der Zeit. Die anderen, die müssen haben die alle noch im Backofen, Mann. Die haben die noch nicht mal in der Kühlung, Simon. Meinst du, ist das gut? Ja, das ist gut für uns, ist das gut. Ja. Vielleicht haben wir nicht lang genug gebacken, Madita. Glasur plus Pistazien und Zwetschgen ergeben die perfekte Deko. Du bist ein Schatz. Keine Kommentare, bitte. Die überlassen wir der Jury. Bisschen schief, aber gut. Da mache ich Deko drüber. Retten, was zu retten ist. Die ist richtig gut geworden. Ihr Lieben, kleine Schneck-Schneck-Sekunde für euch. Ihr habt nur noch 2 Minuten. 2 Minuten, dann muss ich raus. Nee, dann muss ich raus. Schaff ich. Nur die fruchtigsten Zwetschgen und die klebrigsten Pistazien schaffen es auf die perfekte Schnecke. Ich sag mal, so ist es eine Nacktschnecke geworden, ja? Ihr Lieben, nur noch wenige Sekunden. 10. Was? 9. Nein! 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und Schluss, Hände weg vom Gebäck.